Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste auf den Ring. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die hier heute noch sitzen bei dem wichtigen Thema. Niemand möchte ein atomares Inferno. Und bitte glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in meiner Jugend Gefechtsköpfe trainiert, auf Trägerraketen zu schrauben. Und werte Anwesende, bitte hören Sie mir zu. Dabei hatte ich oft diese bangen Gedanken an meine Heimat, unsere Zukunft und das unendliche Leid in dieser Apokalypse. Die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki töteten insgesamt mit Folgeschäden ca. 300.000 Menschen. Dazu kommen weltweit unzählige Unfälle und 2 Reaktorkatastrophen. Und ich kenne selbst Menschen in meinem Umkreis, die Angehörige bei der Katastrophe in Tschernobyl verloren haben. Auch als Arzt weiß ich, die Strahlenkrankheit kann den qualvollen Tod innerhalb von Minuten bedeuten. Jegliche medizinische Ethik und Versorgung, die ja größtenteils ad absurdum geführt wird. Deshalb stellt die AfD klar auf die Seite des Lebens und der Menschen in Deutschland, die kategorisch Kernwaffen besonders auf deutschem Boden ablehnen. Die Bundesrepublik verfolgt derzeit eine orientierungslose Anpassungspolitik, die dazu führt, dass zunehmend andere Staaten und Institutionen die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik beeinflussen und steuern. Es ist vielleicht vielen gar nicht ganz klar, eine atomare Katastrophe ungekannten Ausmaßes ist jederzeit auch auf deutschem Boden möglich. Niemand möchte ehrlich gesagt in der Nähe eines solchen Zieles sein. Wir, die AfD, fordern die Bundesregierung deshalb, wie im Antrag auf, ihre Pflicht dem deutschen Volke nachzukommen und den seit 20. September 2017 ausliegenden Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Gleichzeitig fordern wir den Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaffen. Die Mitgliedschaft in der NATO entspricht zwar unseren und auch den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, allerdings nur dann, wenn die NATO sich ihrer Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt, meine Damen und Herren. Eine europäische Atommacht unter Frankreich, die am Knopf sitzt, lehnen wir genauso ab wie die Unterstützung der atomaren Teilhabe der NATO, meine Damen und Herren. Zur Kenntnis. Die neue Militärstrategie der USA umfasst Elemente wie Prompt Global Strike mit 32.000 Marschflugkörpern, Cyberwaffen und Drohnentaktik mit zigtausend unbemannten Flugkörpern. Außerdem haben die USA in ihrer Militärdoktrin ausdrücklich das Führen eines atomaren Erstschlages gegen einen beliebigen Gegner nicht ausgeschlossen. Dennoch, das muss man in aller Klarheit sagen, die USA ist und bleibt trotz starker hegemonialer Eigeninteressen ein wichtiger Bündnispartner Deutschlands. Deshalb sollte das Leitbild einer interessengeleiteten deutschen Außen- und Sicherheitspolitik die Gleichberechtigung beider Partner und die Kommunikation auf Augenhöhe betonen. Der Abzug aller Atomwaffen von deutschem Boden setzt eine Sicherheitspartnerschaft mit den uns umgebenden Atommächten voraus und sollte in eine globale Gesamtsicherheitsarchitektur eingebettet werden, deren Ziel die vollständige atomare Abrüstung ist. Dennoch, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bleibt das A und O, meine Damen und Herren. Aber genau diese Einsatzbereitschaft lässt zu wünschen übrig. Die Bundesregierung hat die Interessen der Sicherheit der deutschen Bevölkerung nicht nur durch bei völlig verfehlten Asylpolitik die Augen verloren, sondern lässt auch die Umsetzung solider Verteidigungspolitik vermissen. Von 15 deutschen Fregatten sind nur 9 einsatzbereit. Von 6 U-Booten, eins der Stolz der deutschen Marine, ist nicht ein einziges einsatzfähig. Flugausfälle sind die Regel und unsere deutschen Soldaten sitzen ohne Flugzeug in Mali fest. Zusammengefasst, das momentane Agieren unserer Bundesregierung ist ein außen- und verteidigungspolitisches Desaster. Der Wunsch allerdings, unseren Kindern ein Deutschland in einer friedlichen Welt ohne Atomwaffen und Massenvernichtungsmitteln zu hinterlassen, teilen wir als AfD-Fraktion vollumfänglich. Und das,
sollte auch die Bundesregierung tun. Über die Wege dahin und Lösungen sollten wir im Interesse unseres deutschen Volkes zeitnah und ohne ideologische Schranken hinweg konsensual besprechen. Wir stimmen der Überweisung in den Auswärtigen Ausschuss zu. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und allen ein schönes Wochenende. Zu seiner ersten Rede erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Alexander Müller von der FDP.